Yo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Badam, bam, heute mal wieder in voller Ekstase, denn wir packen gemeinsam ein neues Smartphone aus. Und nicht nur irgendein Smartphone, sondern eins, auf das ich mich persönlich schon wahnsinnig lange freue, weil ich glaube, das wird jetzt mein neuer Daily Driver. Und ich freue mich echt wirklich auf dieses Smartphone und habe wirklich länger warten müssen. Und für euch ist es auch noch richtig cool, denn wenn ihr beispielsweise dieses Smartphone kaufen möchtet, dann gibt es im Moment eine sogenannte Cashback-Aktion. Das heißt, ihr könnt euer altes Smartphone einschicken, ganz egal, ob es noch funktioniert oder nicht. Ihr könnt bis zu 137 € bekommen und dieses Smartphone dann zusätzlich dazu kaufen. Das heißt also, ihr macht ein richtiges Schnäppchen. Alles dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Und da möchte ich auch gar nicht länger dran rumreden. Und kurze Story, warum ich mich auf das hier freue. Denn es handelt sich hierbei um das Honor 8 Pro. Und ich persönlich hatte, ich glaube, 2 oder 3 oder sogar 4 Monate lang das Honor 8, also den direkten Vorgänger, als Daily Driver genutzt. Und ich fand das Gerät so cool, dass ich alle anderen Smartphones verkauft habe und kein eigenes mehr hatte. Zum Glück habe ich das gestellt bekommen von Honor. Allerdings haben die nach ein paar Monaten dann gesagt, hey, du könntest uns das Smartphone doch mal wieder zurückschicken. Und ich war natürlich dann umso trauriger. Also ich war wirklich begeistert davon und habe mich dann umso mehr auf das hier gefreut. Und ich hoffe, dass ich es nicht direkt zurückgeben muss. Dann lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Smartphone ist richtig cool, hat 6 GB RAM. Und 64 GB internen Speicher. Ist also richtig, richtig nice. Und alle anderen Specs sehen wir dann auch gleich. In der Verpackung ganz unscheinbar eigentlich. Aber da ist noch was richtig Cooles drin, also eine richtige Unboxing-Experience, da freue ich mich auch schon drauf. Das einzige Wichtige, wir haben hier ein blaues Gerät mit dabei, aber dann gehen wir auch schon mal in die Materie rein. Wenn ich das Gerät sofort in Vorschein bringe, seht ihr auch schon ein wahnsinnig großes, wenn ich meine Hand mal drunter lege, ein wahnsinnig großes Smartphone mit 5,7 Zoll im Display. Das lege ich kurz auf die Seite, weil ich freue mich auch auf das hier. Das ist kein Scherz, ich freue mich immer auf die Smartphones, aber auf das freue ich mich auch schon. Wir holen es gleich mal raus, was ich damit meine. Manche wissen es ja schon und manche auch nicht. Wann habt ihr denn eigentlich schon ein dreiteiliges Set gesehen? Aha. Hierbei handelt es sich nämlich um etwas richtig Cooles. Ich kann das nochmal auspacken, dann seht ihr nämlich genau, worum es sich hier handelt. Und zwar, ja, komm raus. So, und da haben wir schon auch das, was ich gemeint habe. In dieser Verpackung wird praktisch eine Cardboard-Brille mitgeliefert. Wer das nicht weiß, was es ist, das ist im Prinzip eine Virtual Reality Brille und die funktioniert richtig geil, weil dieses Smartphone hat ein Quad HD Display. Das heißt also, die Auflösung ist extrem scharf. Take that, iPhone 7. Spaß beiseite, die Auflösung von dem Smartphone soll richtig cool sein, das werden wir gleich noch sehen. Und deswegen wird auch das hier mitgeliefert und Honor sagt auch, dass dieses Cardboard und Virtual Reality natürlich viel, viel besser ist, wenn die Auflösung dann scharf genug ist. So, und hier an der Seite wird auch nochmal alles genauer erklärt, wie das Ganze zu benutzen ist. Also auch idiotensicher, wer noch nie was von Virtual Reality dann gehört hat. Hierbei ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, weil ihr auch das praktische oder das passende Smartphone dazu habt. Dann hier drin haben wir noch weitere Symbole abgebildet. Hier müsste dann das Ladekabel drin sein, der Ladestecker, ein bisschen Papierkram, das SIM-Eject-Tool und das hier, das gehört dann auch zu dieser VR-Brille. Das werden wir gleich noch sehen, ob das auch wirklich drin ist. Schauen wir mal rein. Da klippert schon was. Ja, dachte ich. Das sind nämlich zwei solche Linsen, die gehören dann nämlich hier mit drauf und dann könnt ihr nämlich auch dieses Virtual Reality Erlebnis dann genau so erleben, wie es sein sollte. SIM-Eject-Tool, kein weiterer Papierkram, finde ich gut. Und ansonsten kommt uns noch das Kabel entgegen. Wir haben hier USB Typ C. Das brauchen wir nämlich auch, denn okay, da steht es auch schon dick und fett drauf. Wir haben hier nämlich Quick Charge mit an Bord. Das bedeutet, wow, wir haben hier 5 Volt auf 2 Ampere oder sogar 9 Volt auf 2 Ampere, das ist also Ultra Quick Charging. Was wir aber unbedingt brauchen, denn dieses Smartphone hier hat sagte und schreibe 4000 mAh, einen großen Akku, natürlich großes Display, große Auflösung, verbraucht auch gleichzeitig viel Energie, aber 4000 Ampere, also
Habt ihr euch nicht lumpen lassen, Honor? Dann schalten wir es auch mal gleich an. Dann seht ihr auch mal das Display. Das hier sollte jeder schon mal gesehen haben. Wer das nicht kennt, Honor ist eine Tochterfirma von Huawei, macht richtig nice Smartphones. Und dieses Smartphone ist vom Preissegment nicht bei den High-End-Smartphones angesiedelt. Kostet, ich glaube, unter 400 Euro. Wahrscheinlich sogar noch günstiger, weil es auch schon einen Monat ungefähr auf dem Markt ist. Ich wurde ja eingeladen dann bei der Veröffentlichung dieses Smartphones und war richtig angetan davon. Allerdings muss ich dazu sagen, eine Sache stört mich auf jeden Fall auf dem Smartphone, und das sind hier, dass hier keine mechanischen Tasten unten dran sind, sondern es immer On-Screen-Buttons gibt. Naja, das ist so eine Sache, aber bei 5,7 Zoll, bei so einem großen Display macht es mir wahrscheinlich dann weniger aus. Ihr seht auch schon, dass das Display sehr, sehr schön ist, vor allem was die Blickwinkel angeht, also richtig gut gemacht. Und dann schauen wir, was sonst noch cool ist in dem Smartphone, nämlich auf der Rückseite. Hier oben haben wir nämlich eine Dual-Linse, also eine Dual-Kamera mit 2x12 Megapixeln, was richtig gut ist, weil eine davon ist nämlich ein Weitwinkelobjektiv. Also ich bin mal gespannt, vor allem wie diese Kamera im Vergleich zum Galaxy S8 sein wird. Ihr dürft mir natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, was euch besonders zu dem Smartphone interessiert. Ich habe auf jeden Fall ein paar Gedanken, was ich fürs Review dann auch machen möchte. Und ansonsten, alte Leier, wir haben hier unten USB Typ C Anschluss, wir haben hier den Kopfhöreranschluss, etwas für den Mikrofon, für den Mikrofonslot. Dann hier ist das freigehobelt für die Lautsprecher. Auf der rechten Seite Anschaltknopf und Laut- und Leise-Tasten. Fühlen sich richtig gut an, also sehr hochwertig, muss ich sagen. Klappert nichts. Oben Infrarotsensor, dann können wir auch dieses Smartphone auch als Fernbedienung für unseren Fernseher benutzen, auch gut. Und auf der linken Seite der SIM-Kartenschacht. Was ich persönlich gut finde, ist, dass auf der Rückseite der Fingerabdrucksensor in der Mitte platziert wurde. So kann ich also so kann ich eigentlich auch den Finger immer drauf bekommen. Ich habe jetzt nicht die allergrößten Hände der Welt, aber ja, ich komme doch hin, ja. Aber es fühlt sich schon echt top an, und ich bin wirklich gespannt, ob das Smartphone dann auch wirklich richtig gut ist. Ich glaube ja, dass das dann mein Daily Driver sein wird. Mal schauen, wie lange ich das benutzen darf. Honor, vielen Dank für die Bereitstellung für das Smartphone. Und für euch noch eine kleine Ansage. Ihr habt natürlich dann auch schon gesehen, ich verlose im Moment ein paar Smartphones auf dem Kanal. Wer es noch nicht gesehen hat, unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link dazu. Und schaut doch mal daran vorbei. Was ich euch aber auf jeden Fall noch kurz zeigen möchte, ob die Kamera dann wirklich so gut ist, wie man sagt. Aber ich stelle mal das Ganze hier kurz auf. Dann seht ihr auch mal einen Shot davon. Und oh yes, das sieht richtig gut aus. Und zwar so, dass man auch Details sieht von der Folie. Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Funktionen drin, dass wir auch im Nachhinein auch ein bisschen herumspielen können. Naja, das war's erstmal von diesem Video. Erstmal, nein, ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya!